Als ich das gehört habe, dass Moritz eine Kirche ausstattet, fand ich es ja erstmal großartig, dass die evangelische Kirche überhaupt einen zeitgenössischen Künstler wieder in ihre heiligen Hallen lässt. Der zweite Punkt war, dass es dann ein so verrückter Künstler ist wie Moritz Götze. Und dass das dann auch noch aus Email passiert, ich meine, Moritz ist dafür natürlich berühmt, also ein riesengroßes, altes, barockes Kirchenschiff mit Emailmalereien ausgestattet, also das war grandios. Und eigentlich nahm niemand Kenntnis. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ich bin ja Kunsthistorikerin, dass es irgendwie dokumentiert werden muss. Und natürlich ist heute der Film das Medium, um sowas zu dokumentieren. Und dann fiel mir ein guter alter Freund ein, der auch Filmemacher ist und eigentlich regelmäßig und auf eigene Faust tolle Filme macht. Und den konnte ich dafür gewinnen. Es war für mich eben wirklich ein großes, schwieriges Projekt. Und das ist so das erste Mal, dass ich so an so Grenzen gekommen bin. Dass ich eben auch so hemdsärmlich da wieder rangegangen bin und habe dann mitgekriegt, das geht so nicht. Ein Bildchen zu malen oder vielleicht auch ein Altarbild, das kann sich vielleicht, können sich viele vorstellen. Aber um eine gesamte Kirche zu gestalten, von der Decke, sage ich jetzt mal, bis zum Altar, dazu gehört doch schon ein gewisser Größenwahn. Größenwahn war auch der Name seiner Punkband in den 80er Jahren in der früheren DDR in Halle an der Saale. Seitdem hat Moritz Götze mit schier unerschöpflicher Arbeitskraft ein breit gefächertes Götze-Universum von Bildern und Objekten geschaffen. Ihn zeichnet eine heitere, selbstbewusste Unbekümmertheit aus, mit der er immer wieder neue Themen mit unterschiedlichen Techniken in Bilder umsetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, Sie in das Werk von Moritz Götze einzuführen. Moritz Götze zitiert sich frisch und fröhlich in Zeichnungen, Ölmalerei, in Siebdrucken und auch in der Emailmalerei durch die Geschichte, Kultur und Gegenwart. Er ist an allem Neuen interessiert, aber auch an allem Historischen. Und so stieß er schon bald auf eine Kirche in der Nähe seiner Heimatstadt Halle, die ihn wegen ihrer bedeutenden Geschichte fesselte. Da muss man nicht unbedingt nahe bei der Kirche sein, aber die Offenheit für das Wunderbare der Schöpfung und meinetwegen auch für Gott, auch wenn er den Namen selbst nicht im Munde führen würde, das ist das, was ihn hier in dieser Landschaft und in diesem völlig entkirchlichen Gebiet zu einem wunderbaren und vielleicht einem der wenigen oder dem einzigen Vermittler geeignet macht. Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt, Ursprungsland der Reformation, blickt auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Zu DDR-Zeiten ging die Bevölkerungszahl erheblich zurück und nach dem Mauerfall verließen noch einmal viele tausend Einwohner die Stadt. St. Ägidien wurde Anfang des 17. Jahrhunderts Schlosskirche der Fürsten von Anhalt. Später wurde die romanische Kirche im barocken Stil umgebaut. In der DDR-Zeit verfiel die Bausubstanz stark. Durch den Kreisoberpfarrer, so heißt bei uns der Superintendent in Anhalt, in der anhaltischen Kirche, hat er mir die Kirche gezeigt und er hat mich wohlweislich durch die Hintertür, also durch den Türmeingang in die Kirche geführt, weil er schon ahnte, was ja nicht nur bei mir diese Kirche für einen Eindruck hinterlässt, wenn man eben normalerweise durch den Haupteingang kommen würde, weil sie eben so schäbig aussah, wie sie aussah. Ich sage manchmal, kann man auch ruhig sagen, jetzt kann man es umso eher sagen, sie sah wirklich wie ein Schuppen aus. Aber für mich ist es nicht so, dass mich das dann abschreckt und ich mir dann sage, ja Gott, also hier kann ich nicht sein, ich muss also alles perfekt haben. Sondern ich finde gerade, dass sowas reizvoll ist und da war wahrscheinlich so ziemlich vom ersten Augenblick der Gedanke da, was kann man hier machen? Pfarrer Bayer hat mit dem Begriff Schuppen wohl nicht falsch gelegen. Die Jahrzehnte der Respektlosigkeit gegenüber dem Glauben hatten tiefe Spuren hinterlassen.
da ist man dann aber wieder mit dieser doch bedeutsamen Kirche, die aber so zerstört war innerlich, also mit dieser zugemauerten Apsis und dass da die ganzen Gemälde aus der Jahrhundertwende abgehackt waren, war man dann konfrontiert. Und da ist das aber so zu den ersten Gesprächen gekommen, dass man da, ich weiß das gar nicht mehr so genau, aber dass man da irgendwie mal ins Gespräch kommen müsste, um da was zu machen. Moritz Götze hatte schon mal eine Ausstellung hier auf dem Schloss im Museum Bernburg. Und außerdem haben wir von ihm ein Bild gehabt, nämlich als wir unsere Gruft saniert haben, die Fürstengruft, die auch zur Schlosskirche gehört. Da hat er ein Bild, Mittelformat-Bild zur Verfügung gestellt, was also den alten Zustand von 1988, glaube ich, dokumentiert. Das Bild haben wir eine ganze Weile bei uns zu hängen gehabt und irgendwann musste ich es dann zurückgeben. Und dann bin ich nach Halle gefahren und da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, wirklich richtig kennengelernt. Da haben wir in seiner Küche gesessen und über Gott und die Welt geredet, über Kunst natürlich auch. Und ich weiß gar nicht, ob es damals schon war, aber es könnte durchaus möglich sein, dass ich so ganz nebenbei auch mal die Frage stellt habe, ob er sich vorstellen könnte, auch Kunst für die Kirche zu machen oder irgendetwas für die Kirche zu machen. Ja, das ist hier. Der Künstler und der Pfarrer kamen ins Gespräch, häufig und intensiv, im Pfarrhaus und in Götzes Atelier in Halle. Wie könnte man die kahle Kirche wieder zu einem lebendigen Ort der Begegnung und des Gebets machen? Modern oder an alten Traditionen orientiert? Abgebildet. Und dann haben wir also einzelne Motive ausgewählt, auf die wir uns dann konzentriert haben und festlegen mussten auch eines Tages. Und dann habe ich einfach Geschichten erzählt, biblische Geschichten, die er vielleicht schon mal gehört hatte, aber die ihm nicht so präsent waren. Wir haben gemeinsam Bilder angesehen. Wir haben überlegt, was heute wichtig sein könnte, was er damit anfangen kann. Aber ich habe ganz viel erzählt. Das waren die Treffen, die wir zusammen hatten. Also biblische Geschichten erzählen, Bilder angucken. Wenn man erfährt, wie Moritz aufgewachsen ist in Halle und wodurch sein Wissenskosmos kontinuierlich wuchs, ahnt man, welche Bilder in seinem Kopf aufblühten, als ihm vom Pfarrer biblische Geschichten erzählt wurden. Es ist wirklich eine einzigartig großartige Bildergeschichte und ein Bildungskanon. Darum gibt es bestimmt in der DDR überdurchschnittlich viele Männer, auch in untersten Berufschargen, die eben über Venedig und über Byzanz dir was erzählen können. Die Mosaikhefte füllten in der DDR eine Bildungsnische aus. Und Moritz verschlang förmlich jedes der Monatshefte und sammelte alle 220, die je gedruckt wurden. Gab es ihm Inspirationen für das große Werk, dem er sich nun verschrieben hatte? Es war für mich eben wirklich ein großes, schwieriges Projekt. Erstens mal so den langen Atem zu haben dafür und dann eben, dass man natürlich auch gehemmt ist. Es ist, erstens mal sieht man die ganzen anderen Kirchen, Künstler, die eben so Jahrhunderte oder die da ewig ein Leben an so einem Projekt verbracht haben. Aber man denkt dann auch, okay, das hängt dann ein paar hundert Jahre und sowas macht dann auch schon verklemmt, weil man so eine Demut vor dem Gebäude und auch vor dem Thema hat. Zuallererst wurde die marode Kirchendecke saniert. Das war nicht nur eine technische und finanzielle Herausforderung. Hier setzte Moritz Götze erste markante Zeichen seiner Gestaltungsidee. Alle waren überrascht und begeistert. Der Himmel als solcher in einer Kirche ist ja nichts Neues. Das kann man durch die Jahrhunderte immer wieder in vielen Kunstphasen auch sehen, also Kunstepochen auch sehen. Aber wie
sich beispielsweise ein Moritz-Himmel von einem Schinkel-Himmel unterscheiden würde, das war natürlich nicht klar. Und für ihn war auch klar, dass man das sehen muss. Von seinen Siebdrucken, wie diese hier für eine seiner vielen Ausstellungen, war bekannt, in welchem Stil er malte. Sollten solche Bilder in die Kirche kommen? Doch Moritz Götze entwickelt sich stetig weiter. Gemalt habe ich immer ein bisschen, aber immer mehr für mich und vor allen Dingen eben so grafische Techniken wegen des Handwerklichen. Also ich habe gerne Linolschnitte gemacht, weil man dann drucken konnte, und Radierung, weil man da ätzen konnte und auch mit dem nassen Papier dann drucken und so einer Presse. Mir hat so immer das Handwerkliche sehr viel Spaß gemacht. Und meine Mutter hat ja an der Kunsthochschule an der Burg Giebichenstein unterrichtet und hat sich mit Siebdruck beschäftigt und in Dresden beim Künstlerfreund Siebdruck gelernt. Und da habe ich mich dann an sie gehalten und habe dann dort so auch ein bisschen zugeguckt und dann da auch mal gearbeitet und habe im Prinzip dadurch dann Siebdruck begriffen und gelernt und habe dann für mich auch angefangen mit Siebdruck. Eigentlich ist er ein Patchwork-Historienmaler, wie einmal ein Freund bemerkte. Er übersetzt alte Bilder ins heute Lesbare, wie es damals die DDR-Mosaikhefte machten. Wer Begriffe braucht wie Pop-Art oder Comic, wie man immer wieder hört, was soll man dazu noch weiter sagen? Also da sagt man eigentlich, ja, guck doch einfach mal hin und dann siehst du, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Dass also alle diese Klischees, an die man natürlich denkt, wenn man solche Begriffe hört, dass die gar nicht zutreffen, sondern dass da was ganz anderes zu sehen ist. Also wenn ich mir die Sachen angucke, dann sehe ich dort Dinge, die ich selber nicht erwartet hätte, also die eher aquarellartig, gemäldeartig sind, die ganz viele Motive aus der Kunstgeschichte aufnehmen und in ein ganz neues Licht setzen. Also ja, bitte, also solche Begriffe, da kommt man, glaube ich, wirklich nicht weit. Moritz Götzes Bewunderung für den Schöpfer der Mosaikhefte, Hannes Hegen, hat natürlich seinen Stil beeinflusst. Und sie haben ihm die Anregungen gegeben, sich immer intensiver und detaillierter mit Geschichte zu befassen. Auch mit der Geschichte von St. Ägidien in Bernburg an der Saale. Und dann mit biblischen Geschichten. Ganz am Anfang gab es ja keine konkreten Bildideen, sondern nur irgendwas mit viel Grün und mit einem Bernburger Hintergrund. Mehr gab es dann nicht, also nur der Rahmen. Und es musste irgendwie gefüllt werden. Also die ganzen biblischen Motive, die uns nur vage vorschwebten, und die ich nur mal vage aufgezählt hatte, was es denn sein könnte, die mussten natürlich im Einzelnen besprochen werden, immer wenn es ernst wurde. Nämlich wenn er dann daran gegangen ist, seine großen Skizzen. Also er arbeitet ja nicht auf kleinen DIN A4 oder DIN A3 Blättern, sondern er arbeitet immer 1:1. Ja? Und insofern war es dann auch immer richtig ernst, weil er es natürlich auch nicht gern zweimal macht oder dreimal. Schon bei den ersten Skizzen merkt man ihm die Lust am Handwerklichen an. Keine Beamer-Projektion, keine Computersimulation. Stattdessen Papier und Farbstift. Und natürlich seine blühende Fantasie. Wenn er dann so passt und okay ist, da schneide ich dann meine Schablonen, aus denen dann das Blech geschnitten wird. Das ist dann wie so ein großes Puzzle. Und dann hoffe ich, dass das wieder alles zusammenpasst. Was hier in seinem Atelier entsteht, muss sich nun den Dimensionen der Kirche stellen. Und nicht nur der Kubatur, sondern es muss auch bestehen vor den Erwartungen und Gefühlen der Gemeinde. Es muss auch bestehen vor der Landeskirche, den Denkmalschützern und auch vor den Sponsoren. Die Bibel erzählt konkrete Geschichten. Und Moritz Götze zeigt konkrete Geschichten. Er ist keiner, der Angst hat, gegenständlich zu zeichnen. Und zwar die Geschichten, die heute kaum noch jemand lesen will. Scheinbar naiv und doch alles andere als das. Immer wieder ringt er darum, in ein klares Bild zu setzen, was oft so kryptisch überliefert wurde. Ich lasse mich lenken in den inhaltlichen Sachen von Sven,
der sozusagen da der Fachmann ist. Und ich suche mir dann da mit diesen Geschichten, die er mir sozusagen vorschlägt, suche ich mir Umsetzung raus, wie ich sie verstehe. Es ist gut, dass er das erst einmal alleine macht. Später wird er es mit seinem Freund Sven Bayer diskutieren. Ja, Sven, hier habe ich noch mal den Entwurf drangehangen, wo man dann so sieht, wie die Teilung ist. Aber ich weiß eben nicht, ob das zu viel wird, ob man das dann noch so auslaufen lässt in die Apsis rein. Also was man, wenn das und dann auf wirklich der Türseite ist, wird das dann, haut das dann noch hin mit dem Maßen? Also ja, das haut alles hin. Ja. Der große Fürst der Askanier bekommt den ihm gebührenden Platz neben der Apsis. Ah ja, doch, stimmt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Viktor Friedrich von Bernburg ließ 1752 die Schlosskirche als barocken Kirchenraum in reformierter Tradition erbauen. Da man ja erst mal eine Idee bekommen musste, was man überhaupt will, und dann musste man irgendwie die Idee auf irgendeine grobe Art so fixieren in den Entwurf, dass man damit nach außen gehen kann, um Leute zu gewinnen, die sich da finanziell auch dran beteiligen. Wir hatten ja da alle keine Erfahrung. Wir haben das alles zum ersten Mal gemacht. Und wirklich, da hat da dann der stete Tropfen den Stein ausgehöhlt. Es war noch viel Schwierigeres zu bewältigen, als Steine auszuhöhlen. Es mussten große Stahlbleche ausgeschnitten werden. Vieles schnitt er zwar in Handarbeit selbst aus, aber die guten Kontakte zum Muldenthaler Emalierwerk machten es nur möglich, dass moderner Laserschnitt auch mal etwas für die Kirchenkunst beitragen kann. Also das wird hier der Dornenkranz, ja. Und das ist dann der Fisch. Na, das sieht man ja auch. Neben der Ofenrohrproduktion findet nun auch ein biblisches Symbol seinen Platz. Der Dornenkranz. Bevor sie aber bemalt und gebrannt werden können, müssen sie den langen Weg in die Kirche nach Bernburg machen. Die Stahlbleche müssen genau angepasst sein, denn die Kirchenwände sind uneben und nicht maßgenau. In der Muldenthaler Emaillefabrik hat der Maler auch noch ein kleines eigenes Atelier. Die Bleche sind inzwischen schwarz vorgebrannt und danach mit einer kreideartigen, hellen Farbe besprüht. In diese erste staubtrockene Schicht zeichnet er mit leichter Hand florale Formen und Figurenumrisse, die dann schwarz hervortreten. Dadurch, dass ich aber eben das nicht rechteckig mache, sondern die Form frei ausschneide und im Prinzip wie so ein Scherenschnitt und dann auch noch ganz viele offene Stellen, also wo mein Ornament und mein Pflanzenranken sind, dass dann das wirklich so ausgeschnitten ist, kriegt dieses an sich brutale, harte Email oder Stahlblech, kriegt auf einmal dadurch was ganz Zartes, Zerbrechliches und Weiches. Der Weg zum Brennofen im älteren Teil des Emaillierwerks ist kurz. Die Fabrik blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück und hat neben den modernen Maschinen auch noch einen alten Brennofen, der gute Dienste leistet. Also ich schalte den Ofen aus, ne? Ich schalte heute den Ofen aus.
Gut, ich lasse da noch ein paar Gondeln frei und dann hänge ich mein Zeugs dran. Gut. So. Bis zum Schluss, noch kurz vor der Einfahrt in den Ofen, werden immer wieder kleine Retuschen angebracht. Es ist für ihn selbstverständlich, dass er den Brennvorgang, der jeweils nur einige Minuten dauert, selbst steuert. Wenn da mal irgendeine Betriebsführung ist, wo dann irgendwelche Kunden der Ofenrohrfabrik da durchgeführt werden, dann sagen die immer, das ist unser Künstler. Und das ist einfach toll, dass man dann so integriert ist in so eine ganz andere Welt von so einer Fabrik. Nachdem die helle Schicht gebrannt ist, werden weitere Farben virtuos aufgemalt oder gesprüht und nach dem Trocknen künstlerisch handwerklich bearbeitet. Ich kriege das mit, dass sich in den 20 Jahren doch auch natürlich eine Routine entwickelt hat und dass so eine Souveränität mit dem Werkstoff, die man selber so gar nicht wahrnimmt, weil man denkt, das ist so, wie es ist. Aber wenn dann welche da sind, bei denen das nicht so ist, kriegt man dann mit, dass man dann natürlich das hat. Und das freut einen auch, dass man dann so eine Souveränität bekommen hat. In mehreren Schritten wird überschüssige trockene Farbe abgetragen und das, was stehen bleibt, weiter bemalt, bis alles wieder in den Ofen kommt und neu gebrannt wird. Dieser Regenbogen wird uns übrigens später nochmal in die Quere kommen. Es ist an sich eine relativ unkomplizierte Technik, die aber eben, das ist wirklich das Besondere an Email, dass durch die Materialität hat das wirklich Email immer eine Aura, dass die Leute das eben anfassen wollen und als was Besonderes empfinden. Wieder kommen neu gebrannte Emaillebilder aus der Fabrik zur Kirche nach Bernburg und werden wie ein Puzzle den anderen hinzugefügt. Die schweren Bilder müssen mit 2000 Dübeln und Schrauben an den empfindlichen Kirchenwänden befestigt werden. Warum man nicht, wie sonst üblich, einfach Bilder an die Wand gemalt hat und was auf den ersten Blick aufwendig und verwirrend wirkt, erklärt Pfarrer Bayer. Man hätte nie ein Fresko machen können, weil das wäre nicht dran geblieben. Und jetzt war es eigentlich wunderbare Fügung, dass für Moritz Götze also von vornherein feststand, wenn er dort was macht, dann wird es Emaille sein. Und die Emaille wird in einem Abstand auf die Wand gebracht. Da waren dann also auch die Bauklimatiker und die Denkmalschützer auch sehr schnell beruhigt. Durch den Abstand der Bleche zur Wand entsteht ein Kamineffekt, der die Wände trocknet. Und so hat der Künstler Götze mal nebenbei ein Kulturdenkmal vor dem Verfall durch aufsteigende Nässe bewahrt. Aber insofern ist das für die Zukunft, kann die Gemeinde immer sagen, oh, wir finden Götze blöde, schrauben wir das ab, packen wir den ganzen Rassel auf den Boden und dann kann die Zukunft dann entscheiden. Und so es nicht ganz viele gibt, die irgendwie dann sich was klauen, kann man das dann in 100 Jahren später auch wieder anschrauben. Derart heiter und gelassen zu bleiben nach einer 60-Stunden-Arbeitswoche, das kann man verstehen, wenn man erlebt, wie gut er mit seiner Familie verwurzelt ist, in seinem Zuhause, in seiner Heimatstadt Halle. Also meine Eltern haben an der Kunsthochschule an der Burg Giebichenstein studiert, das ist auf der anderen Saale-Seite. Und da bin ich dann geboren und aufgewachsen. Und diese 900 Meter
Von Giebichenstein nach hier ist der weiteste Umzug in meinem Leben gewesen. Seine Frau Greta, eine sehr erfolgreiche Keramikkünstlerin, genießt mit ihm die Entspannung mit der Familie und Freunden. Denn ein Leitspruch der Familie Götze lautet: Ein Wochenende ohne unangemeldet hereinbrechende Gäste ist ein verlorenes Wochenende. Na, meine Eltern haben ja in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, in Giebichenstein, da leben die ja auch noch. Und wir machen ja auch einige Projekte mittlerweile zusammen. Also wir hatten im letzten Jahr in Ahrenshoop eine große Ausstellung, die ganze Familie Götze, also meine Eltern und meine Frau und ich. Und in diesem Jahr hatte ich im Kunstverein Jena eine große Ausstellung und parallel dazu meine Eltern. Also das gibt immer Sachen, wo sich das auch im künstlerisch Tätigen überschneidet. Am nächsten Morgen geht es wieder an die Arbeit. Auch wenn die Nacht zuvor wegen eines Missgeschicks kurz war. Ja, und das wollte ich gestern schon montieren und habe festgestellt, dass das seitenverkehrt ist, also dass das hier nicht passt. Dann habe ich das heute Nacht noch bei mir im Atelier nochmal auf die Rückseite gemalt und jetzt passt es. Wie gut, dass er zu Hause einen eigenen Brennofen hat. So. Ja. Spontane, künstlerische Einfälle werden ohne großes Nachfragen auch schon mal in die Tat umgesetzt. So, das sind jetzt die versprochenen Wolken. Genau, ne? Nee, damit das einfach ein bisschen so von der Höhe sich dem anpasst, mit der Liegtafel und dem großen Baum, habe ich gedacht, ja, mache ich hier noch zwei Wolken hin. Na? Habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ja. Holzimitat. Genau, aus Emaille. Die Südseite zieren neutestamentarisch inspirierte Bilder. Dass sich so eine Stadt ergibt, die einerseits natürlich durch die Stadtmauer und durch das Reiten auf dem Esel natürlich auch an diese damalige Zeit auch erinnert, aber es gab natürlich keine Wolkenkratzer und keine so eine Hochhäuser, ist das in die unsere heutige Lebensumwelt dann auch rübergezogen. Aber wie es dargestellt ist, das ist für mich zumindest ungewöhnlich. Also so einen Bildaufbau habe ich noch nicht gesehen. Also man erkennt das Motiv, aber man erkennt auch sofort, dass es von dir ist. Ich blicke ja hier selber nicht mehr durch. Der nächste wichtige Schritt wird die Gestaltung der Apsiswand sein, mit dem großen floralen Rahmen und szenischen Motiven aus der Bibel rechts und links daneben. Ein kleines Missverständnis. Ich weiß jetzt gar nicht. Hattest du mir geschrieben? Habe ich geschrieben? Ja. Nee, keine Taube, eine Traube. Ach, ja. Echt? Ja. Die kirchliche Ikonografie lebt ja von ganz vielen Details, was diese Blume bedeutet, was dieses Tier bedeutet. Und es hat alles ja dann oft auch noch mehrere Bedeutungen. Und da hat eben Sven Bayer zu mir gesagt, oh, das wäre schön, wenn da eine Taube wäre. Und ich habe dann da eine Taube gemalt, und wo ich dann einen Wurf gezeigt habe und ganz stolz gesagt habe, hier Sven, ich habe da auch eine Taube gemacht. Hat er gesagt, wieso Taube? Ich habe Traube gemeint. Aber die hatte ich auch gemacht. Pfarrer Bayer wird immer wieder mal von Moritz Götzes Einfällen überrascht. Dann haben wir ja immer wieder überlegt, ob man nicht auch Zitate reinbringen kann. Und da hatte ich also einen ganz wichtigen Psalm genannt. Und das ist also hier dann nur noch geronnen sozusagen in diesem Nummernschild. Ja. Also nicht kein echtes Zitat. Sondern das ist schon ziemlich kryptisch. Ne? Also ich denke mir mal, das wird wahrscheinlich dann für viele der Anlass sein, dass die dann gucken, dann in ihrem iPhone, was ist 118?
Die ersten Besucher, diese aus Bayern, schauen sich schon mal neugierig in der Kirche um. Noch gewöhnungsbedürftig, anfassen erwünscht. Im Prinzip ist meine Technologie jetzt vor allen Dingen in der Kirche in Bernburg, wo ich ja meine großen Zeichnungen habe, ist im Prinzip ein bisschen wie bei einer Bleiverglasung, also bei so einem Kirchenfenster, dass wenn die da eine Zeichnung hatten, die die dann im Blei umgesetzt haben, wo dann auch das Blei bestimmte Linien mitgegangen ist. Also so nicht, dass dann das Blei genau mitten durch das Gesicht geht oder sowas. Und so muss ich das bei der Emaille auch machen. Ein wenig ratlos ist man schon, zumal manch ein Teil noch nicht seinen Platz gefunden hat. Und wenn die Apsis fertig ist, wird der Künstler eine Besinnungspause einlegen. Und wahrscheinlich muss ich da mal in der Kirche irgendwie 2-3 Tage mich einschließen, um da mich meinem Werk auch selber anzunähern, weil das ist ein ganz merkwürdiger Zustand, den ich noch nie mit einer anderen Arbeit so hatte. Der junge Chef der traditionsreichen Muldenthaler Emaillefabrik, Tino Homelius, hatte die gute Idee, seinen Leuten zu zeigen, was aus dem geworden ist, was dieser Künstler in ihrer Fabrik all die Jahre gemacht hatte. Und setzte sie dann auch zum richtigen Zeitpunkt in den Bus nach Bernburg, nämlich als das letzte Emaillebild angeschraubt war. Viele waren noch nie in Bernburg und die meisten noch nie in der Schlosskirche. Also, dann freue ich mich, dass das wirklich mal geklappt hat, dass ihr alle hier nach Bernburg gekommen seid, um zu sehen, was ich so die ganzen Jahre an kryptischen Teilen bei euch in der Fabrik hergestellt habe. Weil ich mich das auch oft gefragt habe, was ihr denkt, wenn vor allen Dingen dann in der Beize diese komischen Bleche oder wenn die dann noch schwarz grundemailliert war, wo man gar nichts drauf sich vorstellen konnte, was diese Form überhaupt dann darstellen sollen. Und selbst wenn ich die dann bemalt habe, sind die ja in den Einzelteilen, war das dann schwer vorstellbar, was zum Schluss eben dieses Puzzle ist. Also es ist sozusagen ein langer Prozess an Arbeit gewesen. Und ich habe ja keinen richtigen Abstand zu der Arbeit, aber ich finde das für mich immer ein bisschen verrückt. Ihr habt ja wahrscheinlich auch immer das gesehen, wie viel das an Quantität auch ist. Und jetzt ist man hier und da sieht das an sich relativ überschaubar, nach gar nicht mehr so viel aus. Ne? Und an sich ist das ja, ich weiß ja gar nicht, was ich an Stahl gekauft habe, aber das sind ja wahrscheinlich so 2 Tonnen oder sowas, was dann hier an den Wänden und an der Decke hängt. Habe ich hier auch noch irgendwo das Muldenthal-Emaillierwerk, so ganz zart, du hast es schon gesehen, ja, habe ich so das Logo da dezent eingebastelt, für die, die es wissen. Pfarrer Bayer erklärt biblische Geschichten, die sich durch die Bilder von Moritz Götze offenbaren. Für viele ist das die erste Begegnung mit diesem Thema. Das zweite Gebot heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Nicht nur von Gott, sondern weder von dem, was über der Erde noch unter der Erde und so weiter ist. Also überhaupt kein Bildnis. Hier war das auch so. Du sollst dir kein Bildnis machen und die haben gesagt, genau so ist es. Du darfst dir kein Bild machen und es gibt keinen heiligen Raum. Die Kirche ist kein heiliger Raum, sondern lediglich ein Versammlungsraum. Und so wurde diese Kirche von diesem Herrn da übrigens, Viktor Friedrich, der da oben also jetzt auch abgebildet ist, gebaut. Ein überraschender Gast, der Vorstand des internationalen Herstellers von Chemikalien, Solvay, der auch in Bernburg Soda herstellt, überreicht eine Spende, die die Herstellung dieses Films ermöglicht.
Bibelworte kann man hier im buchstäblichen Sinne anfassen. Nee, ist schön. Also gibt's nicht. Ist wirklich sehr schön. Man kann sich wirklich nicht vorstellen. Also wenn man es groß alles so liegen sieht, man kann sich das als ganzes, gesamtes Kunstwerk überhaupt nicht vorstellen. Und was hier draus geworden ist, Hut ab! Bernburg hat sich seit der Wende wieder herausgeputzt und ist eine Stadt, die man gerne besucht und in der man sich wohlfühlen kann. Die alte Residenzstadt Bernburg war bis 1863 Hauptstadt des souveränen Herzogtums Anhalt-Bernburg. Seit 2007 ist der parteilose Henry Schütze Oberbürgermeister der 35.000 Einwohner zählenden Kreisstadt des Salzlandkreises. Es sind nur wenige Schritte vom Rathaus zur Kirche. Und natürlich hat der Oberbürgermeister immer mal wieder hereingeschaut, als die Bilder nach und nach montiert wurden. Das touristische Konzept lebt ja von seinen Alleinstellungsmerkmalen. Und das ist hier ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, was international sicherlich seine Beachtung findet. Und ich hoffe, dass das hier vor Ort dann touristisch auch den entsprechenden Anklang findet. Der Oberbürgermeister ist sichtlich beeindruckt von diesem Juwel, das nicht nur die Kirche, sondern auch die Stadt Bernburg schmückt und darüber hinaus seine Wirkung in alle Welt entfalten wird. Jetzt habe ich also sozusagen hier diesen imaginären Tempel als Zentrum, den es nicht gibt. Aber der Rest ringsrum sind alles Gebäude, die was mit Bernburg zu tun haben. Das ist ein Förderturm. Seit 130 Jahren wird in Bernburg Soda hergestellt. Und die Firma Solvay unterstützt als guter Nachbar die Stadt. Sie waren ja bestimmt auch schon bei Solvay in dieser großen Verdichterhalle. Richtig. Das ist ja wirklich verrückt. Das sieht ja aus wie so 19. Jahrhundert, so ein Dampfmaschine. Gründerzeit, ja. War ich ja auch total begeistert. Also weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es sowas überhaupt noch gibt. Die haben ja auch noch, glaube ich, 4-5 Turbinen in Betrieb. Ja, die sind 100 läuft. Jahre alt. Ja. Das wird selber 130 Jahre. Ja. Viel jünger sind die Turbinen nicht. Am 4. September 2016 ist es dann soweit. Unter reger Beteiligung der Bevölkerung und mit prominenten Gästen wird Götzes Werk in der Kirche eingeweiht. Gott lässt sich nicht festlegen in einem Bild. Anders als die Umgebung des Volkes Israel, in der Bilder angebetet werden, Standbilder. Und das Volk ist schwach, als Mose gerade weg ist, fort auf den Berg und formt sich ein Bild. Weg mit den Bildern, ruft er, und bringt stattdessen 10 Gesetze. Herr, lass alle hier in dieses Haus kommen, dich auch in deinem himmlischen Vaterhaus mit allen Engeln aus der Welt rufen und preisen in Ewigkeit. Das ist, denke ich mal, auch das Wichtige, was von dem heutigen Tag ausgehen soll, dass es gelingt uns mit modernen Künstlern der Jetztzeit. Lieber Moritz Götze, dass wir mit diesen Künstlern einen völlig neuen Zugang zur alten jüdisch-christlichen Tradition, zu unserem Glauben ermöglichen und damit auch den Menschen, die nicht mehr kirchlich gebunden sind und kaum mal in die Bibel geschaut haben, klarzumachen, warum wir in einer Gesellschaft leben, so wie sie ist. Er ist zufrieden mit dem, was erreicht werden konnte. Aber schwebt ihm nicht noch die Ausgestaltung des hinteren Kirchenteils vor? So ein Projekt
kriege ich nicht nochmal realisiert, einfach kräftemäßig in meinem Leben. Das ist sozusagen wirklich, auch für mich wird das was Einmaliges bleiben. Insofern freue ich mich sehr, dass es überhaupt schon mal so weit geworden ist, weil vor 10 Jahren hätten wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Er sagt es ja selber, er kriegt es nicht nochmal hin in sein Leben, dass man selbst so einer historischen Person wird. Das ist schon erstaunlich. Und dass man Leute wie Peter Lang, der nun für immer und ewig hier verewigt ist, dass der das dann mit reinrutscht. Dass also so ein Mensch, den man aus normalen Umgang hat, plötzlich in so einem sakralen Raum hängt, der nicht mehr ganz so sakral ist, gerade heute nicht. Fühlt sich allerdings, ist vielleicht keine schlechte Idee, das weiterhin so zu machen. Ich kannte Moritz Götze durch sein Werk in Leipzig und anderswo. Und ich bin sehr dankbar, dass der Kollege hier, Pastor Bayer, wirklich den Mut hatte, es auch durchzuziehen. Denn es gab viel Kritik. Da gab es dann so Fragen, das ist ja Comic-Stil und dergleichen mehr. Dieses ist Gegenwartskunst von einem Menschen, der ein durchaus ambivalentes Verhältnis zum Glauben hat, wie er selber sagt. Ein sehr positives im Grundsatz, aber eben nicht so diese typische Gemeindebiografie hinter sich hat. Also Gegenwartskunst trifft mit all ihren Fragen auf Kirche, in dieses alte Gebäude mit der großen Geschichte. Und das sind Spannungen, Gegenüberstellungen, die äußerst reizvoll sind, wie man ja sehen kann. Und damit leben wir hier sehr deutlich. Diese Kirche ist eine Kirche, die es nirgendwo so auf der Welt gibt. Es ist ein völlig eigenes künstlerisches Konzept, wirklich ein Unikat mit einem neuen Zugang auch zur alten Botschaft für die Menschen heute im 21. Jahrhundert durch einen Künstler, der selber nicht kirchlich gebunden ist, aber wahrscheinlich dadurch genau die richtigen Fragen stellt und versucht auch, Antworten mitentwickeln zu helfen. Das kann der Gemeinde nur gut tun.